Ein One-Sheet Wonder, ein Wunder aus einem Blatt Papier. Ich habe daraus dieses kleine Mini-Buch gefaltet. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und das nächste Demo-Doppel. Ihr habt euch gewünscht, ein Demo-Doppel mit der Produktreihe Liebliche Natur, und ich habe das Stempelset, das Produktpaket Naturbotschaften verwendet und das Designerpapier Liebliche Natur von Stampin' Up. Und die Materialien habe ich unter dem Video in der Beschreibung verlinkt. Demo-Doppel, das heißt, nicht nur ich zeige, sondern Annalena aus meinem Team zeigt ebenfalls Ideen. Heute gibt es von jedem von uns eine Idee und beim nächsten Mal die nächste. Insgesamt 4 Ideen, und ich habe zu diesem Produktpaket oder zu dieser Reihe schon einige Sachen gezeigt, zeige ich nachher nochmal direkt, und auch die Anleitungen verlinke ich dir dazu. Und ich habe noch ein Schmankerl obendrauf. Aus meinem Team habe ich ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk gekriegt mit diesem Produktpaket, mit dieser Produktreihe. Das zeige ich dir auch. Okay, ein One-Sheet-Wonder, das heißt, das Wunder aus einem Blatt Papier. Ich habe hier dieses Designerpapier in den Maßen 30,5 mal 30,5 cm, was am Ende 12 mal 12 Inch wäre. Und wir falzen jetzt mal mit dem Stanz- und Falzbrett, also mit der Schneidemaschine, mit der man auch falzen kann. Man könnte es alles auch so falten, indem ich das jetzt mittig falte und quer und hoch und längs. Aber wir machen das jetzt hier mit der Maschine. Legen das ein bei 6 Inch. Ihr habt hier oben die Zentimeter und innen die Inch, und 6 Inch sind Tatsache, wenn dieses Teil genau zu ist, dann sind 6 Inch hier. Und da kannst du noch mal kontrollieren, da ist auch so ein Pfeil, 6 Inch in der Mitte einmal gefalzt. Dann falze ich auf der einen Seite bei 3 Inch und gegenüberliegend hier auf dieses Teil teile ich auch noch mal bei 3 Inch. Ich hätte jetzt auch falzen können bei 3, 6, 9, aber ich hatte es nun mal so rumliegen, und ich wollte dir gleich zeigen, wie es ist, wenn ich es falten würde. Ich falte mittig und dann falte ich die Seiten. Jetzt drehe ich einmal um 90 Grad, brauche auch jetzt nochmal die Falzung in der Mitte bei 6 Inch, aber jetzt nicht bei 3, sondern bei 2 Inch. Lege ich hier ein, 2 Inch, und ziehe es auch komplett raus. Gegenüberliegende Seite ebenfalls bei 2 Inch. Wenn dir das jetzt zu schnell war, kein Problem. Pause-Taste. Anhalten. Nein, ich zeige das jetzt nochmal, wenn ich falte, und dann siehst du das. Die ersten Falzlinien waren die gleichmäßigen. Einmal, zweimal. Und hier gleich nochmal prüfen, ob wir richtig gemessen haben. Dann muss das wirklich bündig aufeinander liegen, und das wäre der Idealfall. Das waren die ersten Linien. 3, 6, 9 Inch. Und jetzt gedreht in der Mitte. Das war die Linie bei 6 Inch mittig. Und hier unten bei 2 und gegenüberliegend auch bei 2. Und vielleicht ahnst du schon, wie sich jetzt das Buch zusammensetzt. Nochmal schauen, ob alles gut liegt. Es liegt gut. Jetzt kannst du entweder die Schneidemaschine nehmen oder du nimmst die Schere. Ich mache das mal mit der Schere und schneide jetzt die 6 Inch Linie an der Seite, wo wir links und rechts die kurzen haben, bei 3 Feldern ein. Also ich fange hier an und schneide bis zur letzten Kreuzung, sagen wir es mal so. So, One Sheet Wonder. Das findet man, wenn man sucht, ja doch am meisten Karten. Aber das Ding ist, auch dieses Buch ist eben aus einem Blatt. Und wie du siehst, setzt sich das jetzt fast von selber zusammen und ist dadurch auch ein Wunder aus einem Papier. Ich glaube, Annalena ist so lieb und zeigt dann die Karten. Ich kann dir nachher noch erzählen, wie das bei mir gelaufen ist. Ich wollte nämlich auch Karten zeigen. So, jetzt letzte Runde es nochmal zeigen. Die 4 Felder gleichmäßig, die 2 Seiten hoch, in der Mitte zusammen. Eingeschnitten habe ich. Das ist mein Mittelfeld, und jetzt falte ich die anderen seitenförmig, ziehharmonikaförmig vorne drauf. So sieht es aus, bevor wir geklebt haben. Wir kleben gleich noch, und dann zeige ich dir 2 Varianten. Hier habe ich es richtig festfinden und vorne innen reingeklebt. Bei diesem hier könnte man auch ohne machen. Hier hinten zusammenkleben. Auch da zeige ich dir noch mehrere Varianten.
Ja, und dann hast du die Fächer für dein Buch, wo du entweder kannst du es genauso als Grußkarte verschenken und dann wäre die Challenge, schau mal in deinem Stempelregal, wenn du eins hast, was du für gute Wünsche hast. Und auf jeden Tag oder jedes kleine Einschiebteil setzt du dann einen guten Wunsch. Du kannst es aber auch so machen, dass der Beschenkte es weiterverwenden kann. So, ich setze jetzt erstmal auf die kurzen Teile innen, also auf das, was ich dann draufhalte, mein doppelseitiges Abreißklebeband, damit ich die Seitenflächen dann hochfalten kann. Wie viel du hier klebst, das kannst du selbst entscheiden. Das würde ich sagen, ist wirklich eine Variante zum Kleben. Entweder klebst du, wenn du gefaltet hast, oder du setzt das jetzt hier so gerade wie möglich drauf. Hinten genauso. Bedenke, wenn du faltest, ist ja wie alle Faltteile, es wird immer dicker und dadurch verschieben sich die Falzlinien. So, ich falte das schon mal wieder hier rum und rum und rum. Und jetzt sieht es so aus. Wenn ich einen Umschlag mache, dann habe ich mir hier schon mal ein Stück zugeschnitten. Die Felder sind ja jetzt 10,15 mal. Muss ich denn jetzt messen, bis ich hier irgendwelchen Quark erzähle? Mal 7,6, da war es wieder. Ich gehe jetzt also mit meinen Feldern, möchte ich das Buch in der Größe 10,5 mal 8 cm haben. Also habe ich mir hier ein Stück zugeschnitten, weil ich werde hier vorne das nicht reinkleben. In 10,5 mal 17 cm. Dieses Stück habe ich geschnitten in 10,5 mal 16,7 cm, weil der Bund ist dünner, siehst du hier. Dadurch, dass ich es geklebt habe, muss ich das relativ passend kleben. Wenn ich das jetzt nicht reinklebe, habe ich die Möglichkeit auch zu berücksichtigen, dass meine Fächer ja gefüllt werden, unterschiedlich dick werden. Wenn ich den Bund wie hier hinten fest verklebt habe, kann da fast nichts weghupschen, aber wenn ich es nicht komplett verklebe, dann geht das auch. Also, ich kann hier in der Mitte dieses Element zum Beispiel freilassen. Ich kann diese Seiten hier zu Fächern kleben, in die ich oben was reinschieben kann. Ich kann auch hier dieses auflassen vorne oder zumachen. In dem Fall würde ich es unten zumachen, also klappe ich das nochmal auf, das ist das mittlere Fach, und setze hier unten eine Klebefläche an. Das ist jetzt so das, wo du wirklich ganz frei variieren könntest, solltest. Und ich lade auch immer dazu ein, nehmt es als Idee, was ich euch zeige. Das Material, klar, könnt ihr immer bei mir kaufen. Ist verlinkt oder ihr fragt oder ihr schickt mir eine Sammelbestellung oder ihr fragt nach dem Katalog. Aber ihr könnt natürlich alles auch immer variieren, ohne Ende. Geht alles mit jedem, also fast alles mit fast jedem. So, jetzt zeige ich nochmal, wo ich hier geklebt habe. Die Mitte habe ich also unten zusammengeklebt. Das heißt, hier vorne hätte ich noch einen Einschieber. Und dann sind diese zwei Elemente und die klebe ich beide gleich. Ich setze hier an die Innenkante, an den Bund, einen Klebestreifen. Und unten. Ja, also hier ist der Bund und hier ist der Bund und da ist jeweils eine Klebefläche. So, und dann ziehe ich die Schutzstreifen ab, die Schutzfolie, und setze das drauf. Und das mache ich auf der anderen Seite auch so und habe dadurch oben zwei Einschübe erreicht. Sind entstanden. Manchmal ist man so mitten im Satz und die Grammatik haut hinten nicht mehr hin. Vielleicht kennt ihr das, also ich kenne das. Habt ihr wieder gehört. So. So ist mein Buch. Wie gesagt, wenn mich das hier vorne stört, klebe ich das zu. Ansonsten lasse ich es auf. Hier ist mein Umschlag. Gefalzt. Also 10,5 mal 17 cm. Links und rechts bei 8 cm gefalzt. Und in diesem Fall nehme ich mein Buch so rum und setze es hier mittig auf. Ich könnte auch hier innen jetzt nochmal Designerpapier kleben. Ein weißes Papier kleben für Wünsche, für Grüße. Möglichkeiten ohne Ende und auch außen gibt es die Möglichkeiten, dass ich Designerpapier aufklebe oder dass ich eine Mattung klebe und dann Designerpapier aufklebe oder dass ich weißes Papier zum Gestalten aufklebe, grundweißes und weißen Farbkarton. Hier schaue ich meine Mattung, dass die so ziemlich gut reihum sitzt. Hauptsache es guckt nicht raus. Wie gesagt, in dem Fall klebe ich vorne nicht. Man könnte jetzt auch noch mal unter das Designerpapier ein Bändchen kleben oder man macht es hier wie bei diesem, da habe ich dieses tolle Lederband hinten einfach drum geschlungen. So, für vorne habe ich mir hier überlegt, ich setze dieses so auf. Ich habe mir Mattungen zugeschnitten,
dann in 10 mal 7,5 cm. Ich werde das beidseitig kleben. Wie gesagt, wenn ihr ein Band haben wollt zum Binden, Band zum Binden, dann macht das jetzt. Ich klebe das nachher hinten und vorne. Jetzt im Video zeige ich das nur vorne, aber das ist selbsterklärend. Ne? Und darauf kommt dann mein Designerpapier. Zugeschnitten wieder 5 mm in beide Richtungen kleiner. Das heißt dann 9,5 mal 7 cm. Das müsst ihr aber denken. So. So, und dann zeige ich euch, wie ich die Text gemacht habe. Und dann flitze ich auf Arbeit. Heute ist alles anders. Heute ist Plan B. Ich hatte nämlich was anderes geplant. Habe ich in der Woche verworfen. Und das Video wollte ich ganz entspannt drehen, wenn ich Luft habe. Zwischendurch freier Tag. Aber es hat sich alles geändert. Aber man muss auch mal spontan gleich früh morgens, noch nicht ganz den Schlaf aus den Augen gerieben, ein Video drehen. Und ihr seht es dann Sonntag um 10. So. Demo Doppel, das heißt, Annalena ist bestimmt ausgeschlafener als ich und zeigt hinten ran ihr Video mit dem Monsheet Wonder. So, hier innen werde ich dann tatsächlich, ich zeige das mal kurz, wie das aussehen könnte, noch ein weißes Feld einkleben. Ja, das macht sich ganz gut mit diesem Weiß hier. Ich könnte auch hier noch einen Gruß einkleben. Das hier kommt erstmal hinten drauf. Lege ich nur so hin. Wenn ihr mit diesem Pekanuss, ich habe ja jetzt hier das. Ja, nun ist es weg. Das Grau benutzt. Moment. Das Grau heißt. Es ist komplett weg, da wie das Grau heißt. Glaubt das? Verlinke ich. Ja, tausendmal geschrieben, tausendmal gesagt, weiß ich nicht mehr. Hier habe ich jedenfalls bei dem Pekanuss das Lederband wunderbar verwenden können. Fand ich ganz schicki. Und jetzt zeige ich euch die Tags. Und vor allem, wie die entstanden sind. Ich habe meinen Streifen genommen. Ich hatte ja, wenn ich 10,5 an der kurzen Seite abschneide von meinem A4-Blatt, dann habe ich nochmal 10,5 übrig. Und diese Stücke habe ich mir hingelegt. Habe sie dann geschnitten, glaube ich, auf 15 cm, also 14,5. Ihr wisst. Und habe dieses tolle Stanzteil hier verwendet, was es da in dem Naturbotschaften-Set gibt. Mir da oben Washi-Tape dran geklebt, habe das aufgelegt mit ein bisschen Rand hier drüben. Hatte dann dieses Stanzelement, was ja dann doppelt so breit ist, dran und habe das einfach mittig aufgerissen. Und dadurch habe ich dann diese Tags mit dieser schönen Kante da oben. Auf die eine Seite kommt jetzt mein Designerpapier. Die Tags sind in etwa 4,9. Da habe ich geguckt, dass ich aus meinem 14,85 Stück da 3 Stück rauskriege. Schaut, wie ihr das macht, denn so kriege ich 6 Stück aus der ganzen Seite. Mal in der Länge sind jetzt noch übrig 9,5. Und dann heißt meine Auflage 4,5. Ach nee, die habe ich breiter geschnitten. Genau, die habe ich genauso breit geschnitten, könnte man aber auch mit Rand schneiden. Und hier 4,5 mal 8 cm ist mein weißes Feld zum Bestempeln oder zum Beschreiben. Und dieses hier habe ich erstmal so breit gelassen, könnte man also dann bündig kleben. Aber wie gesagt, da geht auch 4,5 mal 8 oder alles andere. Oder ihr habt ein kurzes Stück übrig, dann macht sowas, schneidet das auseinander, nutzt die Lücke zur Gestaltung, Mut zur Lücke. Ja, das sind also dann die Sachen da. Rede ich euch ja mal gar nicht rein. Dann könnt ihr gucken, wie viele Stanzelemente oder kleine Teile oder Stempelelemente ihr noch drauf setzt. Achtet einfach drauf, das ist alles Einschiebelemente. Bitte, hier ist dieser kleine halbe Millimeter. Bisschen glatt wollen wir es ja schon haben. Ja, und schon kann man das hier reinschieben. Und man kann gucken, ob man hier nur. Mir fällt das Grau noch ein. Glaubst du es? Ne, ist völlig weg. Gibt's doch nicht. So, ob man nur das Graue nimmt. Ob man auch mal eins ganz dunkel lässt, ob man die Kante hier unten ausführlich gestaltet. Schauen beim Elementen, da war ich nicht, dass was klemmen bleibt. Ja, dann muss man, würde ich flach kleben oder man schiebt es dann wirklich andersrum rein. Ja, das ist so ein richtiges Teil, wo man sich austoben kann, würde ich sagen. Ja, und wo habe ich gesagt, ich zeige noch so ein bisschen was und ich zeige euch gleich auch verlinkt. Auf meiner Website, wenn du die noch nicht gesehen hast, stehen im besten Fall, das ist immer so eine Sache, wie sich das hier so zusammenrüttelt, wie ich das schaffe, stehen dann die Anleitungen für meine Projekte. Und zwar so, dass ihr ein Bild seht, dass die Videoanleitung verlinkt ist und dass in der Beschreibung die Maße stehen. Ja, was steht da schon?
Da steht schon eine Karte, die habe ich verschenkt. Das ist eine Double Slider Aufstellkarte, eine Double Slider Easel-Card gewesen, habe ich schon verschenkt. Auch diese Maße für das Kakaobuch oder die, für die viermal heiße Schokolade. Die Verpackung mit dem einmal. Die Maße findet ihr da und in dem Video könnt ihr euch ganz locker die Anleitung dazu dann anschauen. Und auch zu dieser Kartenidee gibt es ein Video und eben die Anleitung der Grundkarte. Ich denke, die habe ich da auch hingeschrieben, die Maße für die Felder. Könnt ihr da alles finden. Und jetzt wollte ich euch, bevor ihr zu Annalena rüber switcht, zeigen, was mir die liebe Yvonne aus meinem Team geschenkt hat. Zum Geburtstag habe ich das gekriegt. Guck mal, das ist tolle Lederband hier drum. Super schön, passt perfekt. Und dann in einer echt coolen Lederoptik gibt es diese tolle Mappe. Hier. Bisschen shabby Style, echt cool. Zum schlecht, also ich finde, sie ist vor allem zum Anschauen. Hier ist dann ein toller Brief. Nochmal so ein Element drin. Passen auch die handelsüblichen Karteikarten speziell rein. Und diese Karte, die ist wirklich total witzig. Hier dreht man um und hier kommt dieses wieder mit dem Band integriert. Die guten Wünsche. Die ganze Karte so hier reingesetzt, dass sie in das ganze Objekt reinpasst. Wie Arsch auf Eimer, würde ich sagen. Also es passt perfekt. Und dann diese Text hier. Ja, und das passt einfach so super. Und dann kann man noch fragen, wo kommt dieser Umschlag her? Hier außen die Gestaltung auch total schicki. Das Band drum. Und dieser Umschlag außen drauf. Da habe ich dann mal nachgefragt. Das, oder sie hat es mir gleich erzählt, weil es ist einfach so spannend. Es ist, ja, es ist Packpapier und Schuhcreme. Und mehr habe ich dazu noch nicht rausgekriegt, weil es mir schon wieder abhanden gekommen. Ich wollte mir das unbedingt nochmal ansehen. So, das hier ist reingesetzt. So, mal gucken. Ja, das kann man hier so. Das ist komplett drin. So, also wunderschönes Teil. Echt eine coole Sache. Und ihr seht, dieses Set Naturbotschaften mit diesen echt abwechslungsreichen Stanzformen und allem, was man damit machen kann, macht echt was her. So, jetzt. Das war's. Ich bin glücklich, dass ich das jetzt in die Kiste habe. Also, das Video ist gedreht, das Video ist für euch da, es ist Sonntag, es ist nicht so lang wie sonst. Ach, ich wollte noch was, einen habe ich noch, Moment. Eigentlich, One Sheet Wonder war mein Plan. Macht doch mal was mit Naturbotschaften in anderen Farben. Und ihr seht, ihr findet die ganzen Stempelmotive hier auf meinem selbstgestempelten Designerpapier wieder. Hier vorne, wenn man genau guckt, ist sogar noch ein bisschen embossed. Es ist aber mein Versuch, ich würde beim Zeigen, wäre ich in andere Farben gegangen. Und dann One Sheet Wonder heißt, ich zerschneide das und mache viele Karten draus. In dem Fall wären 9 Karten entstanden. Die habe ich hier schon mal mit einem anderen Designerpapier gemacht. Noch nicht gezeigt, aber gemacht. Ganz einfache und schnelle, hatte ich mir diesmal gesagt, weil dann kann man das in 30 Minuten schaffen. Aber Plan B, ne? Ihr erinnert euch. Das wären die Karten gewesen. Schnell und einfach. Hier kommt noch ein Band drum, Schleife drauf und fertig wäre das auch. Ein anderes One Sheet Wonder von mir verlinke ich euch noch, auch noch, aber jetzt unbedingt zu Annalena rüber switchen und schaut, was sie in unserem Demo-Doppel gemacht hat. Und wir haben einen Plan, den verraten wir noch nicht richtig, aber Demo-Doppel gibt es ab März spätestens nicht nur hier, sondern auch, tja, wo wohl. Schaut, lasst euch überraschen, abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst und ich sag mal jetzt ganz schnell rüber zu Annalena. Viel Spaß mit Ihrem Video und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos, hoffe ich. Bis bald.